Austerlitz, 2. Dezember 1805. Überlegener Sieg Napoleons über die russischen und über die österreichischen Truppen. 14. Oktober 1806. Wieder ein überzeugender Sieg Napoleons. In der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt werden die Preußen vernichtend geschlagen. 27. Oktober 1806. Berlin in der Hand der Franzosen. Preußische Königsfamilie flieht nach Königsberg. Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. 1807 Im Sommer 1807 empfängt Napoleon die preußische Königin Luise in Tilsit in Ostpreußen. In der Mitte der preußische König Friedrich Wilhelm III. Königin Luise versucht in einem Gespräch mit Napoleon bessere Bedingungen für ihr Land zu erreichen. Eine Spielszene stellt es so dar. Mein und meiner Kinder Geschick liegt jetzt in Ihren Händen. Mon Dieu, Madame. Sie machen sich unnötige Sorgen. Dann darf ich also hoffen, dass der Friedensvertrag... Friedensvertrag, Madame. Politik. An einem so schönen Sommertag. Sire. Majestät. Dem Sieger ziemt Großmut und Milde. Menschliche Größe besteht darin, sich mit den Tatsachen abzufinden. Majestät, Sie sind es, der Tatsachen schafft. Darf ich die Gewissheit mitnehmen, dass diese Tatsachen uns nicht vernichten werden? Majestät, bitte. Ich komme mit festen Erwartungen. Erwartungen. An trüben Tagen sagt man bei uns, attendons soleil, warten wir auf Sonnenschein. Ein einziges verbindliches Wort, Majestät. Weinen Sie, Madame. Tränen sind billig. Teuer kommt sie die Politik. Ihre unsinnige Auflehnung gegen den Willen der Vorsehung. Ihre Bitten hatten keinen Erfolg. In Paris. Napoleon entschied schon wenige Stunden nach dieser Unterredung über das Schicksal Preußens. Preußen verliert alle Gebiete westlich der Elbe. Sie kommen unter französischen Einfluss. Es muss die von Polen gewonnenen Gebiete abtreten. Bis auf ein kleines Gebiet bilden sie das neu gegründete Großherzogtum Warschau. Preußen schrumpft um mehr als die Hälfte. Napoleon ist Herr über halb Europa, denn er beherrscht bereits Holland, die Schweiz, weite Teile Italiens und auch das besiegte Österreich. Wie soll sich Deutschland, wie soll sich vor allem Preußen von der Übermacht der Franzosen befreien? Auf diese Frage versuchen der preußische General von Scharnhorst und der preußische Minister Freiherr vom und zum Stein Antworten zu finden. Wie die andere, ob Hohenzollern oder Nassauer, ich kenne nur ein Vaterland, das heißt Deutschland, seine Selbstständigkeit und seine Unabhängigkeit. Aber es kann auf dem Wege alter, verfaulter Formen nicht entstehen. Unsere Niederlage hatte doch nicht allein militärische Gründe. Sie lag vor allem in dem Missverhältnis unserer physischen Stärke zu unserer moralischen Stärke. Dieser unmündige, geprügelte preußische Soldat, wofür kämpfte er denn? Etwa für sein Vaterland? Also, hieße doch unser Programm, den Untertan zum freien Staatsbürger zu machen, also die Leibeigenschaft aufheben, also die politische Herrschaft der Gutsbesitzer beenden, also die politische Selbstverwaltung der Kommunen durchsetzen. Exzellenz, manchmal, wenn ich mir unsere Ziele vorstelle, erschrecke ich. Was wir wollen, ist das die Revolution?
Der Freiherr aus altem Adel will keine Revolution wie in Frankreich. Er will aber durchgreifende Reformen von oben. Aus gehorsamen Untertanen sollen freie Staatsbürger werden. Die meisten Menschen in Preußen lebten von der Landwirtschaft. Daher gilt das erste Gesetz 1807 der Bauernbefreiung. Jeder hat die Freiheit des Güterverkehrs. Er kann kaufen und verkaufen, was er will. Jeder hat die freie Wahl des Berufes. Ein Bauer kann zum Beispiel Handwerker werden und damit in den Bürgerstand treten. Und umgekehrt. Mit dem Martinitag 1810 hört alle Gutsuntertänigkeit in Preußen auf. Nach diesem Tag gibt es nur freie Leute. 1808 folgt das Gesetz über die Selbstverwaltung der Städte. Freie Wahl der Stadtverordneten durch die Bürger. Aufhebung der Zunftordnung. Jeder tüchtige Geselle konnte jetzt Meister werden. Diese Reformen, besonders die Befreiung der Bauern, wirken auf viele adlige Gutsbesitzer wie eine Kriegserklärung. Auf dem Gutshof des Baron von der Marwitz kommt es zum Konflikt. Marsch! Hof räumen! An die Arbeit! Ich wiederhole meine Aufforderung. Wir haben unsere Forderung auch wiederholt, Herr Hauptmann. Aber der Herr Baron ist ja auf das und das Ohr taub. Kinder, was ihr da fordert! Reine Willkür! Ein Gesetz des Herrn Ministers vom Stein. Die Gutsuntertänigkeit ist abgeschafft, Herr Baron. So? Dann kommt in 2 Jahren wieder. Wir haben Lust auf die Freiheit. Wir bleiben, wir sind frei. Wir bleiben. Herr Hauptmann. Hammer, Schmel, vortreten. Arretieren. Dieser Bauer hat, wie nur wenige, den Mut, seine Rechte laut zu fordern. Unterstützt von seiner verzweifelten Frau. Was machst du mit meinem Jungen? Und du stehst auf. Komm zurück. Zuerst trefft ihr mich und die Kinder. Abend, Mutter. Weg da mit ihr! Macht es in Preußen jetzt so wie in Spanien? Schießt uns doch ab, so wie es die Franzosen da gemacht haben. Du Lümmel! Weg das Gewehr sonst! Die Fliege weg, oder? Kerz, worauf wartet ihr? Den Hahn zieht auf! Knackt an! Schießt doch! Feuer! 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 Ist Meuterei. Sag mal, was du da vorhin gesagt hast. Meine Eltern und Brüder, die werden alle frei. Frei. Nach der Person. Wie? Nach der Person? Ja, du kannst fortziehen von deinem Kaff und der Gutsherr kann dich nicht halten. Du kannst heiraten, wen du willst. Und der Gutsherr kann es dir nicht verbieten. Du kannst sogar, wenn es dir beliebt, selber ein Rittergut erwerben. Ich? Aber alle Dienste und Lasten, die bleiben vorläufig. Das ist etwas so gut, finde ich das Gesetz noch auch wieder nicht. Boah. Hauptsache, wir sind frei. In 2 Jahren. 2 Jahre. Baron von der Marwitz, sein Herr, war empört über die Gesetze des Freiherrn vom Stein. Mit diesen Gesetzen fängt die Revolutionierung des Vaterlandes an. Der Krieg der Besitzlosen gegen das Eigentum.
Misstrauen gegen die Politik Steins musste auch Kaiser Napoleon haben. Er war es, der Stein zum Minister in Preußen empfohlen hatte, gleich nach dem Frieden von Tilsit. Ein Jahr später schon diktierte er: 16. Dezember 1808. Armeebefehl, erstens, der genannte Stein ist, wegen Versuchs, Unruhe in Deutschland zu stiften, zum Feind Frankreichs erklärt worden. Zweitens, die Person des genannten Stein ist, wo immer sie durch unsere Truppen oder die unserer Verbündeten erreicht werden kann, zu ergreifen und zu erschießen. Stein flieht zuerst nach Österreich und später nach Russland. Hand in Hand mit seinen Reformen wurde auch das Heerwesen erneuert. Maßgeblich beteiligt General von Scharnhorst. Er trifft sich mit Freiherr vom Stein vor dessen Entlassung und hohen Offizieren zu einem entscheidenden Gespräch. Wir brauchen eine nationale Armee, eine Volksarmee oder wie immer Sie sie nennen mögen. Paragraph 1 meines Entwurfs besagt, jeder Bewohner des Staates ist geborener Verteidiger desselben. Das bedeutet die allgemeine Wehrpflicht. Das ist die allgemeine Wehrpflicht. Die Gleichheit aller vor dem Gesetz, nun auch in militärischer Hinsicht. Wir werden bürgerliche Offiziere heranbilden und das Offizierskorps geistig und gesellschaftlich verändern. Herr von Beuen, würden Sie jetzt vortragen? Wir brauchen mehr Männer unter Waffen, und zwar 200.000 Mann. Wie erreichen wir das? Und wie erreichen wir eine moderne Ausbildung? Zielschießen, Tirailleurtaktik, bewegliche Kampfführung für 200.000 Mann. Wir beurlauben jeden Monat eine Anzahl regulärer Soldaten und ziehen dafür ebenso viele Rekruten ein. Bilden Sie aus, sodass wir am Ende des Monats die Anzahl der ausgebildeten Rekruten um, sagen wir, 10% nach 2 Monaten um 20% und nach einem Jahr um mehr als das Doppelte erhöht haben. Dieses Krümpersystem verschafft uns innerhalb kurzer Zeit eine schlagkräftig moderne und zahlenmäßig starke Armee. Das ist ein genialer Einfall. Aber werden wir damit Napoleon nicht misstrauisch machen? Napoleon und sein Herrschaftsanspruch hatten die Reformen in Preußen ausgelöst. Und das, obwohl der Sieger selber reformfreudig war. Das berühmte Gesetzeswerk, der Code Civil, auch Code Napoleon genannt, war Vorbild für mehr Freiheiten in einigen deutschen Ländern. Vor allem in den Rheinbundstaaten von 1806. Zum Beispiel in Baden, Württemberg und Bayern. Aber auch in dem 1807 neu gegründeten Königreich Westfalen. Diese Staaten führten, zum Teil sogar früher als in Preußen, zahlreiche Reformen ein, zum Beispiel die Bauernbefreiung, den Schutz des Eigentums, das Recht aller auf Gleichheit im privaten Bereich, die Abschaffung der Prügelstrafe und die Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Stein und Scharnhorst waren der Ansicht, die größere Freiheit des Einzelnen wird auch zur Befreiung von der napoleonischen Herrschaft führen. Einer Fremdherrschaft, die schon damals als Bündnis mit dem Tod angesehen wurde.